Egal wie kalt, egal was für Wetter, ich stehe hier draußen. Schreibtisch kann warten bis nächste Woche. Wir machen die Hauptfolie fertig, die innen am Boden verankert wird und die ganze Luftkonstruktion hält. Da kommt anschließend auch die Beleuchtung ran. Und im Moment müssen wir vor allen Dingen straffen. Und jetzt das erste Mal über die Container rüber. Für alle meine Mädels und Jungs, und ich koche lecker Gulasch, wie sich's gehört. Großer Vorteil ist, dass wir im Gegensatz zu Häusern einfach den Platz brauchen nur. Und da ist natürlich die Idee einer temporären Halle, die man aufbauen kann innerhalb von einem Tag und wieder abbauen kann, unschlagbar.